Herr Svenzel, neue Kader bekannt gegeben worden, Alpin und Nordischen, und neue Trainer vorgestellt worden. Wie kommt man denn auf den Daniel Fahner zum Beispiel aus Südtirol und den Jon Arne Envidsson aus Norwegen? Ja, das ist natürlich auch die Arbeit unserer Sportressortleiter. Die haben auch ihr Netzwerk. Enevoldsen, das war eine Bekanntschaft über die Sportschule in Malz. Und er ist dort auch für die Sportschule in Vermont zuständig gewesen. So haben die sich kennengelernt. Und er ist jetzt eben gerade beim Übersiedeln nach Europa. Und so hat sich da eine Möglichkeit ergeben. Und der Christian, auch ein Norweger, der war in der Schweiz aktiv. Den hat der Gabriel von Grüningen gekannt. Und der Daniel, und die sind schon des Längeren bekannt in der Weltcup- und Europacup-Branche. Gute Kollegen auch von Konrad Schädler. Und so ist es zu diesen Kontakten gekommen. Jetzt das Langlaufteam, das nordische Team, auch mit Biathlon zusammen, ist sehr klein. Aber ich denke mal, auch es ist Potenzial da, dass man da in Zukunft vielleicht Erfolge feiern kann. Ja, also das ist, wie die Sportler das machen müssen. Trainieren sie hart, dann werden sie sich verbessern. Das ist sehr einfach, einen 14-, 15-jährigen Junge Besseres zu machen, aber er muss trainieren. Und er muss trainieren ganz strukturiert, über Zeit, und du musst Lust, das zu haben. Haben Sie schon Kontakt gehabt hier zu den Sportlern auch, und haben Sie schon einen Überblick auch über die ganzen Jungs und Mädels? Ja und nein. Ich habe nur gestern 3, 4, 5 Athleten getroffen. Aber ich bekomme bald hoffentlich etwas Information, was sie früher gemacht. Und jetzt planiere ich einen Trainingsplan mit meiner Philosophie. Es ist nicht meine Philosophie, das ist eigentlich die Philosophie, die norwegische Biathlonverband benutzen. Und dann mache ich einen Jahrplan, das ist ein bisschen grob, und auch die Trainingslagerplan, so es passt mit der ganzen Philosophie, und probiere wie viel wie möglich von der Zeit, dass sie zur Verfügung, also die Trainings zur Verfügung. Ja, da war ein neuer Technikchef der alpinen Damen. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt von Südtirol hierher kommen? Boah, eigentlich, ich wollte es so. Ich wollte ja zu den Mädels gehen, und ich muss auch sagen, mit dem Conny verstehe ich mich schon jahrelang gut. Und eigentlich schon letztes Jahr wollte ich daher, weil mir das mit Japan leider in die Hosen gegangen ist. Und da war es zu spät. Und dann heuer habe ich ein bisschen die Mädels beobachtet. Und was mir eigentlich unheimlich reizt, ist das, dass die Mädels momentan jetzt nicht so gut dastehen. Und die haben, ich glaube, mit meinen mentalen Kenntnissen und mit meiner jahrelangen Fähigkeit, allem wieder Leute aus dem Hintergrund wieder nach vorne zu holen, ist ein großer Reiz für mich. Und zusammen mit Markus, das was mein Wunschkandidat war, glaube ich, ist es eine tolle Motivation. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr für die Aufgabe.